So, und da bin ich auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu They Are Billions. So, machen wir weiter. Machen wir hier weiter. Ja, ne? Würde ich sagen. Die Waffenfabrik machen wir dann als nächstes. Und wenn wir dann soweit sind, machen wir... Also, die haben wir ja schon, die Kameraden hier. Und dann kommen, machen wir die als nächstes hier. Würde ich mal so sagen. Gut. Infizierter Schwarm. So, was haben wir denn hier als nächstes? Das sind ja diesmal andere Zombies. Dieser infizierte Körper ist langsam und schwach, okay. Langsam und schwach. Okay. Langsam und schwach. Mal gucken, wo der Haken ist. Und wie sie mich diesmal foppen wollen. Und überhaupt, wie die Karte aussieht. Ach, die kommen wieder von überall. Okay. Ja, das ist dann wieder so ein Ding, wo ich mir sage, ich werde gleich mal von vornherein mal versuchen, gleich auf Masse zu machen. Haben wir hier noch was anderes? Nee. Okay, gut. Ich werde mal wieder auf Masse machen. Und einfach sagen, so hier, ich packe hier einfach überall erstmal die Soldaten wieder hin. Weil das hat ja eigentlich bei den letzten Malen relativ gut geklappt. Mal gucken, ob es diesmal auffruchtet. Langsam und schwach. Mal sehen. So. Mal gucken, ob das fruchtet. Ob wir diesmal so durchkommen. Verfolgen. Stellung halten. Start. Ja. Ach gut, ich hätte noch einen Soldaten bauen können. Naja, gut, okay. Egal. Langsam und schwach. Da müssen wir mal sehen, ob wir damit durchkommen. Dann wäre das nämlich schon die dritte Mission, wo eigentlich eher die Masse der Soldaten einen Ausschlag gegeben hat. Ach du, wie das aussieht, ne? Ja, ich meine, das sind über 660 Zombies. Das ist schon nicht gerade wenig. Oh, ja, gut, ich glaube, ist machbar. Ist machbar. Ja. Na gut, bei so langsam, wie sie sich bewegen, hätten wir tatsächlich auch sonst die Bogenschützen nehmen können. Das wäre natürlich auch mal eine Alternative, wenn das hier nicht fruchten sollte. Dass wir dann sonst die Bogenschützen nehmen, weil da können wir die doppelte Menge setzen. Logischerweise, weil die kosten ja 20 Punkte und die Bogenschützen insgesamt 10 Punkte. Also könnten wir ja von der Sache her eben halt auch die Bogenschützen nehmen und dann die doppelte Menge. Na, das wäre sonst die Alternative, falls wir jetzt hier nicht durchkommen sollten mit unseren normalen Sturmsoldaten. Oder mit unseren normalen Soldaten. Sind ja keine Sturmsoldaten, aber Soldaten. Aber ich finde, es sieht immer auch aus, auch wenn die immer am Schießen sind, als wenn die eben halt Pumpguns haben und keine Sturmgewehre. Deswegen fehlt es mal beschmerklich. Maschinenpistole. Guck mal, da steht sogar, sie tragen eine schwere Rüstung und eine Maschinenpistole. Also dafür, dass sie eine Maschinenpistole tragen, haben die aber eine relativ geringe Schussfrequenz. Aber na gut. Wir haben andere Sorgen. Noch ein Stückchen heran, so. Mal gucken, was dann gleich passiert. Aufgrund der Tatsache, dass sie sich relativ langsam bewegen. Die haben zwar von der Masse her viel. Aber die bewegen sich auf jeden Fall halt auch langsamer. Aber die haben, glaube ich, ein bisschen mehr Gesundheit. Also wenn ich jetzt mal hier so die roten Balken so analysiere. Aber das sieht momentan ja noch relativ entspannt aus. Relativ entspannt. Ich will jetzt nicht so optimistisch sein, aber bis jetzt haben die Zombies ja noch nicht mal unsere Soldaten erreicht. Also von daher... Das sieht relativ entspannt aus, tatsächlich. Aber da kommen ja noch ein paar. Da kommen ja noch ein paar Wellen hier. Aber wir haben 660 insgesamt Zombies und jetzt sind wir bei 240 runter. Also das sieht momentan doch relativ entspannt und gut aus. Und vor allem jetzt vereinzeln sie sich so ein bisschen, obwohl da kommen von Richtung Norden und Süden kommen noch wieder ein paar mehr. Wir müssen rauszoomen. Können wir hier unten gucken.
Naja, gut. Komm, ja. Also ich glaube, das können wir ganz entspannt runterspielen. Die Zombies haben es ja noch nicht mal zu den Soldaten hingeschafft. Also. Und ich hätte jetzt gedacht, aufgrund der Masse bei 660 Zombies, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger wird als bei den anderen, wo wir nur 300 hatten. Na? Weil das ist ja hier die Horde mit den meisten Zombies. Oder der Schwarm mit den meisten Zombies. Aber das ist ja entspannt. Das ist ja mal verhältnismäßig entspannt. Schade, dass wir hier nicht so viele Punkte für kriegen. So, 100 sind es noch. Von 660. Stellen sich alle schön brav in eine Reihe. Also wenn da jetzt nicht noch irgendwas kommt, dann muss ich sagen, da war das schon ganz schön mau. Obwohl man... Naja, guck mal, wir sind Tag 2, 12 Stunden. Das ist schon ganz schön Sünde für die Soldaten, die seit 2 Tagen hier stehen und seit 13 Stunden hier stehen, um mir die Zombies wegzufriesen. Und mühsam nähert sich das Eichhörnchen, die letzten Zombies trudeln so langsam ein. Noch 38, ich denke mal, der Drops ist gelutscht. Da kommt nicht mehr viel. Das heißt, wir können in dieser Folge nochmal ganz entspannt die andere Mission nochmal angehen. Ich will hoffen, dass die nicht allzu lange geht. Das muss man mal sehen, sonst müsste ich halt die Folge in 2 Teile teilen. Ja. Da kommen noch ein paar. Ein paar Schleicher kommen hier noch. Und hier kommen auch noch ein paar Schleicher. Ja, die fräsen sie gleich entspannt weg. Und hier oben kommt, glaube ich, nichts mehr. Ne? Wir sind, glaube ich, alle durch hier. Jetzt könnten wir natürlich nochmal sagen, wir gehen hier auf Verfolgen. Dass sie die Jungs und Mädels suchen. Aber das lassen wir mal gar nicht, dass sie nachher doch noch durchbrechen, wir zum Schluss dann doch noch verlieren. Das muss ja nicht sein, ne? Uns zwingt ja nichts und wir haben Zeit. Die Soldaten ja weniger, die sind schon seit 3 Tagen wach. Und juckeln da rum. Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass die Zombies zumindest stärker sind, dass wir die nicht so einfach runtergefräst kriegen, aber das war ja wirklich echt verhältnismäßig einfach. Nur noch 4 Zombies, das sind die letzten auf der rechten Seite. Die haben es auch gleich geschafft, die haben es auch gleich hinter sich. Da waren es noch 2, noch einer. Na komm, der Letzte schafft es jetzt. Der Letzte macht sie alle kalt. Der Letzte kämpft sich durch. Der Letzte kämpft sich durch, komm. Der Letzte Zombie, komm. Der Letzte Zombie macht sie alle platt. Komm schon, komm schon. Ja, oder auch nicht. Sehr schön. Ja, das war ja echt entspannt. Entspannter, als ich das wirklich vermutet hätte. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Aber ich behaupte auch mal, dass das nicht eine der schwersten Missionen gewesen sein kann. So, super. Dann haben wir alle Schwärme erledigt. Dann könnten wir natürlich den spielen und den spielen. Also die 3 Dörfer. Wir machen aber als erstes nochmal die Waffenfabrik. Ich will hoffen, dass wir das hier jetzt noch gebacken kriegen. So, 360 Punkte. Achso, übrigens, in der letzten Mission, ich gehe nochmal kurz raus. In der letzten Mission vom Helden waren wir hier, Kommunikationszentrum Alpha. Da hatte ich mal per Zufall tatsächlich mal gesehen, dass wir tatsächlich einen geheimen Bereich vergessen hatten. Und zwar, wenn ihr euch erinnern könnt, oder euch die letzte Folge einfach nochmal anguckt, bei diesen ganzen Satellitenschüsseln, da hatte ich doch sogar noch gesagt, auf der linken Seite, da war doch so, noch so ein Bereich, wo der relativ gut beleuchtet war. Der relativ gut beleuchtet war, wo man aber eigentlich nicht hinkommt, weil da ein Zaun war. Es gibt doch eine Möglichkeit, da hinzukommen. Und genau da wären auch wahrscheinlich die letzten Kisten gewesen, die wir übersehen haben. Und ich glaube, ein Fass hatten wir übersehen. Das wurde da, glaube ich, auch nochmal in dem Video erwähnt. Gut, das waren jetzt irgendwie 20, 30 Forschungspunkte oder so, die uns da fehlen. Ist natürlich schade. Aber naja, okay. Gut, aber erstmal die Waffenfabrik. Unsere Kundschafter haben eine große Festung auf einem abgelegenen Berg ausfindig gemacht. Es scheint, dass es sich dabei um eine Waffenfabrik handelt, welche von der Pandemie genutzt wurde. Von der Pandemie genutzt wurde? Naja.
Der Zugang ist sehr schwierig, weil es das ganze Jahr über schneit. Obwohl das Gelände von den Infizierten verwüstet wurde, scheint es dort noch intakte Technologie zu geben. Diese könnte der Kolonie helfen. Siegesbedingungen erfülle das Missionsartefakt. Der Held muss von der Festung lebend entkommen. Optional sind natürlich wie immer sammle wertvolle Objekte für das Imperium, 190 Punkte. Antike Technologie erhalten 360 Punkte und natürlich Niederlage, wenn uns unsere Held nicht schaffen sollte. So, das tägliche Spiel. Diesmal haben wir allerdings Schwierigkeitsgrad 2. Also denke ich mal, dass das nicht so witzig werden wird. Aber warten wir es ab. In die Richtung sollen wir gehen. So, okay, gehen wir mal ein bisschen raus. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Was haben wir hier stehen? Waffenfabrik, Achtung, beschränkter Zugang. Nur für autorisiertes Personal. LKW und Helikopter müssen sich bei der Zugangskontrolle melden. Das macht Sinn. Ich hatte jetzt, glaube ich, ja freigeschaltet. Höhere Schussfrequenz, glaube ich. Und mehr Schaden hatte ich, glaube ich, beim ersten Mal freigeschaltet. Na, irgendwie sowas war das. Glaube ich. Glauben es ja nicht wissen, aber... Schau. Oh, guck mal da. Wen haben wir denn da? Ach so. Willst du nicht? Kannst du... Interesting. Ah, doch, ein bisschen schneller kann er schießen, das ist sehr gut. Ja, sonst können wir auch sonst mal hier ein bisschen aufräumen. Weil ich weiß nicht, ob hier vielleicht auch noch sich irgendwo Kisten verstecken. Na, die höhere Schussfrequenz merkt man schon, das ist... schon günstig, vor allem bei dem Bums, den er hat. Great. So, ansonsten hat er hier, glaube ich, nichts, ne? Aber hier ist so ein komisches Loch, da werden auf jeden Fall Zombies wieder rauskommen. Gut, gehen wir mal hier hin. Bewegungsgeschwindigkeit werde ich, glaube ich, nochmal als nächstes skillen. Wenn das nicht eine halbe Stunde dauert, bis er mal hier über den Asphalt gekrochen ist. So, hier haben wir auf jeden Fall einen defekten Helikopter. Der hat sich sicherlich angemeldet. Oh, guck mal, wen haben wir da denn? Lücken. Müssen wir mal gucken, weil hier können nicht immer nochmal Zombies nachkommen. Schön. Müssen wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen abwarten, bevor er die ganzen Zombies gelegt hat. Und die Kiste habe ich gesehen auf der rechten Seite. Auch gleich zwei auf einmal weggefräst. Und aus nächster Nähe. So, ein bisschen mal weiter hier hinten. Ein bisschen aufklären hier. Es kann ja immer mal irgendwo was sein. No problem. Ah, siehst du mal, das hast du nämlich. Let's go. Da haben wir nämlich überall mal so kleine Kisten. So, sehr schön. Du hast 4 Granaten erhalten. Oh, oh. Granaten ist schon immer schlecht. Also gut, aber auch wiederum schlecht. Wo kommen die? Ach, da, guck mal, da ist noch wieder einer. Da ist wieder einer geschlüpft. Da ist doch wieder einer geschlüpft. Was hat er jetzt eingesammelt? Er hat doch keine Punkte oder sowas geholt, ne? Ne, irgendwie nicht. Oh jo. Pump. So, dann hätten wir hier erstmal alles, glaube ich, sauber. Dann okay. Lass uns mal reingehen. Was war das denn gerade? Waschbär? Das ist ein komischer Ton. So. Yes. Ja, genau aus dem Grunde, weil die dann auch ab und zu mal laufen. Deswegen habe ich dann die Schussgeschwindigkeit mal erhöht.
damit er ein bisschen schneller reagieren kann. So, hier ist alles gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal obligatorisch links an und machen wieder... Uhrzeigersinn. Äußerer Hof A1. Kleinkaliberwaffentest. Ja gut, ist eine Waffe. Oh ja, okay. Brav, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So hatte ich mir das eigentlich gedacht. Sehr schön. Das läuft doch schon mal ganz gut. Na, es läuft doch noch relativ entspannt. Sind zwar einige Zombies da, aber die kriegt er eigentlich auch so ganz gut noch weggefräst. Wir müssen nur immer so ein bisschen mal nach hinten gucken, weil, siehst du mal, da sind nämlich schon wieder drei. Hier oben scheint kein Loch zu sein. Gut. Naja, gut, die drei sind erstmal noch in Ordnung. Muss erstmal den Hof erstmal säubern, läuft das. So schnell bewegen sich auch zum Glück alle nicht. Und gleich zerschrotet die Kameraden wieder. So. Ein nach dem nächsten sauber wegfummeln. Mal ein bisschen nach hinten gucken. Und die gehen aber auch schon wieder zurück. Ja, da kommen schon ein paar nach. Umf. Mal alles weggefräst. Na, die Zombies kommen ja schon von alleine. Dann kann man die auch schon mal wegmähen. Sehr gut. Also ein paar mehr wieder. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. So. Ah, das war dann ein bisschen zu arrogant, aber naja, gut. Komm, gönnen wir ihn mal, gönnen wir ihn oder gönnen wir ihn? Ach komm, wir warten nochmal einen Augenblick vielleicht. Haben wir noch ein bisschen, vielleicht finden wir noch unterwegs noch ein bisschen was. Wenn wir unterwegs eine Kiste finden oder ein Erste-Hilfe-Kit, dann können wir nochmal schauen. Ah, da sind schon wieder ein paar mehr. Da kommen noch wieder ein paar nach, aber die habe ich auf dem Zettel. Erstmal ein bisschen aufräumen. So, okay. Da ist nix. Da ist auch nix. Nice. So, hier ist garantiert was zum Einsammeln. Wunderbar. Oh, da sind nämlich auch schon wieder welche. Oben war, glaube ich, nix, ne, bis auf das Tor. Ich weiß nicht, ob wir hier oben rauf dürfen. Ne, dürfen wir anscheinend nicht, wie es aussieht. Nein, dürfen wir wohl nicht. So, wunderbar. Dann räumen wir hier nochmal ein bisschen wieder auf. Die ganzen Nachzügler. Schade, dass man die Tore tatsächlich nicht zumachen kann. Meine stand da ja auch, also ist ja nicht, aber ich würde es trotzdem ganz cool finden. Mein erster noch. So, dann gehen wir mal hier oben hin. Wir können auch sicherlich hier oben durch. Ich weiß nicht, ob das Vor- oder Nachteil hat. Wahrscheinlich müssen wir einmal hier und einmal da oben rein. Das ist wieder irgendwas in der Mitte wieder versperrt oder so. Sektor C. Automatische Waffen wurden zur Eindämmung der Infektion platziert. Das finde ich sexy. Hoffentlich schießen die nicht auf uns. Das wäre sonst etwas ungeil. Nicht schießen, bitte. Oh, die möchte ich auch haben. Die möchte ich bitte für unsere Kollegen auch haben. Das bedeutet allerdings auch, dass wir... wahrscheinlich gleich Besuch kriegen. Achtung, die Infizierten haben die Sicherheitsabsperrung überrannt. Zone weiterhin unter Quarantäne. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal einmal durch. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir hier die Tore aufmachen, dass da gleich Heiler von Konfetti ist. Okay. Guck mal, hier ist auch das Tor. Und können wir hier auch gleich mal aufmachen. Wir sind schon wieder am Knurren. Hier sind schon wieder Zombies unterwegs. Ah. Okay. It could be a trap. Oh, moin. So, mal gucken, was die Gatlings machen. Oh, geil.
Die Gatlings möchte ich unbedingt auch für die Kolonien haben. Das wäre so geil. Hm, ist das ein Sound? Ich liebe diesen Sound. Let's go. So, da haben wir aber wenigstens so eine kleine Safe Zone hier. Ich weiß zwar nicht, haben die eigentlich unendlich Munition, die Biester? Oh, steht zumindest nichts da, dass es limitiert ist. Hätte ja sein können, dass sie nur eine gewisse Einsatzzeit haben und eine gewisse Munitionsmenge. Weil sonst wäre das ganz schön overpowered, muss man sagen. Okay. So. Schauen wir mal weiter. Das scheint hier aber alles da, so eine Kiste. Vier Granaten, hey. Haben wir schon 7 Granaten. So, hier ist alles gut. Hier sind, glaube ich, keine Kisten mehr. Dann soll er mal hier mal aufmachen. Also erstmal lesen und dann aufmachen. Kommt hier noch was nach? Nee. Also es kommen auch nicht immer Zombies nach. Huch, Sektor B, Fertigungsbahn. Fertigungsbahn? Großkaliber Waffen. Oh, Großkaliber. Jetzt. Können wir hier nicht ein paar Waffen abbauen und die da mitnehmen? For the Empire. Ja, ich meine, wir können die natürlich auch alle anloggen, ne? So ist es ja nicht. Aber wir können sie auch alle einfach mal wegmähen. Großkaliber hier, die ganzen Hülsen, die fetten. Größer als die Zombies selber. Ja, es dauert mir aber einfach zu lange, die jetzt alle anzulocken. Mal gucken, vielleicht kommen da ja gleich noch fette Horden. So. Mal gespannt, ob wir gleich wieder Fußvolk mitkriegen, also noch ein paar andere Soldaten. Das wäre echt super. Weil da wird ja sicherlich noch ein bisschen... Alter, da kommen jetzt ein paar mehr. Ein bisschen mehr zu, auch zu untersuchen. Deswegen sagte ich ja, solche Missionen können sich dann doch schon ein bisschen ziehen. Scheiß Ratten. Na, das könnte sich dann doch schon mal... Mal gucken. Noch geht es ja von den Zombie-Massen. Aber zumindest sind wir hinten durch den Flur abgesichert. Also wenn da noch irgendwelche Zombies nachkommen, dann können die uns nichts. Dafür haben wir die Gatlings. Und falls hier vorne ein paar mehr Zombies kommen, dann können wir uns dann wenigstens in den Flur noch retten. So. Das ist mal gut. Dann holen wir uns erstmal die Kisten, würde ich sagen. Erstmal die Kisten holen. Haben wir hier noch irgendwie was? Nee. So, da ist noch eine Kiste. Das ist, glaube ich, ein Medikit, ne? Ja. Sonst nichts weiter. Euch hole ich gleich, keine Sorge. Euch lasse ich schon nicht alleine. So, dann können wir nämlich dann schon mal gleich ein Medikit gönnen. Gut, dann gehen wir erstmal hier in den Bereich. Sichern da und dann machen wir hier unten fertig. Sind ja noch alle recht entspannte Zombies. Wollte gerade sagen, hier ist auch noch ein Zombie, den darfst du auch mal erschießen. Na, hier ist auch eine Kiste. Kommen ein paar mehr Zombies nach, okay. Ja, da muss ich sich jetzt mal bei denen ein bisschen austoben. So. Ganz schön duster hier draußen. Gucken, wie viele noch nachspawnen.
Ja, ein paar spawnen da schon noch nach. Und wenn die erstmal nachspawnen. Okay. Wir haben auch gerade mal so die Hälfte von der Map gerade mal freigesetzt. Also. Yes, my commander. Aber die hier nicht mal. Das nicht? Auch jetzt. Aber wir haben auch noch keine Imperium-Punkte gewonnen, ne? Na. Da kommen wir mal wieder Zombies nach. Ist aber auch nicht so dramatisch. Wie ich schon sagte, wir haben diesen einen Flur mit den Gatlings. Die hören auch irgendwie nicht auf da. Die spawnen immer weiter. Okay. Oh, guck mal. Ah, guck mal, hier hinten ist noch ein anderes Tor. Verstehe, guck. Ja, gut, gehen wir da rein. Ich würde ja... Komm, wir gehen da mal. Soll's. Okay. Was denn hier? Mine. Ach du Grüne. Ich will nicht hoffen, dass er da mit reinläuft. Das bedeutet aber auch, dass da könnte einiges an Zombies gleich noch kommen, wenn hier Minen sind, hier unten Gatlings. Das könnte interessant werden. Dann lass uns doch mal den Weg wieder zurückgehen. Äußerer Hof. Anti-infizierten Minentest. Die Mine wird nur aktiviert, wenn ein Infizierter auf sie tritt. Ach, da bin ich schon mal beruhigt. Minen sind da immer so meine Spezialität. Lass uns mal dann den Weg wieder zurückgehen. Dann machen wir eins nach dem anderen. Machen wir einen Raum nach dem anderen. Gehen wir erstmal hier unten rein. Vielleicht erstmal hier so hin. Da kommen auch keine mehr nach. Okay. Mal ein bisschen Augen offen halten, dass wir hier auch alle Kisten finden. Achso, da war ein Schild. Hier sind noch ein paar, gut. Noch eine Kiste. Einmal schön die Ecke geschossen, so gehört sich das. Gut. Und immer noch keine Imperiumspunkte. Okay. Hier scheint aber sonst nirgends was zu sein. Manchmal sieht man die Kisten echt bescheiden. Fast and silent. Fast and silent. Ja gut, hier wird nichts anderes stehen. Hier steht ein äußerer Hof. A2, anti-infizierten Minen. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Machen wir erstmal alles auf. So. Anti-infizierten Minen. Ja. Und dann klären wir erstmal ein bisschen auf. Alter Schwede. Das ist ein Riesenareal hier. Perfekt. Come on. Okay. Was diese Platten hier sollen, weiß ich noch nicht. Und ich sehe auch keine Kiste oder sowas. Und das macht mich auch so ein bisschen nervös, dass hier überall diese... Dass noch hier überall diese Fässer sind. Ich meine... So, Versorgungslager. Achtung, die Infizierten haben den Lagerbereich erreicht. Die Quarantäne bleibt bis zum Erhalt neuer Befehle bestehen. Okay, hier können wir auch nochmal durch. Okay, warte mal. Geh mal, wie ich schon sagte, eins nach dem anderen. Wir machen erstmal den Bereich hier. Eins nach dem anderen. Weil ich weiß nicht, wo die Biester drin sind. Wobei, warte mal. Wenn jetzt hier Zombies drin sind, massenweise, dann würden die hier durch die Minen durchlaufen, ne? Komm, machen wir erstmal den Raum hier oben. Machen wir es mit den Raum. Weil es wird schon seinen Grund haben, warum hier Anti-Zombie-Minen sind. Das ist nicht ganz umsonst. Hoffe ich. Ja, zum Beispiel aus dem Grund. Moin. Moin. Let's go. Wenn die natürlich rüberlaufen würden. Warte mal. Genau, aus dem Grunde. Wir müssen sie so ein bisschen lenken. Aber das kriegen wir hin. Wir müssen mich nur erstmal sehen. Hallo. Excellent idea, sir. Oh. Zwei Minen brauchen die, also mindestens. Okay. So, sehr schön. Weil die Fetten, die sind richtig krank. Die sind richtig heftig. Let's go. Hallo.
Können wir die alle gleich einsammeln? Oh. Gleich total Schiss. So. Yes. Eins. Zwei, sehr gut. Let's go. Hat schon seinen Sinn, warum die Minen hier sind. Ich sage ja schon, das ist nicht ganz umsonst, warum wir das machen. Okay. So, kommen die gleich zu zweit? Ja, sehr gut. Anything more? Ah, gleich beide weg. Sehr gut. Ich will nicht sagen, dass es unbedingt geplant gewesen ist, aber ich hatte die Hoffnung. Ich hatte die Hoffnung. So, dann können wir den mal gleich mal anfragen. Mal gucken, ob der gleich... So. Okay. Was? Komm mir noch nach, du. Komm. Let's go. Ja, brav. Du schaffst es. Du schaffst es. So, siehst mal. Okay. Sehr schön. Gut, dann haben wir drin, glaube ich, geklärt. Ah, hier können wir noch ein bisschen was ein oder andere untersuchen. Ist hier noch irgendwas? Da können wir was untersuchen. Hoffentlich kriegen wir jetzt endlich mal ein paar Punkte. So viele haben wir nämlich noch gar nicht gefunden. Da haben wir auch nichts. Da ist was. Ah, siehst mal, so langsam kommen noch ein paar Punkte zusammen. Das ist doch gut. So. Da haben wir ein bisschen was drin. Hier vielleicht noch irgendwo. Da ist noch eine Kiste. Great value, no doubt. Okay. 180 von 360. Aber das ist schon mal grob die Hälfte. Good quality. Ah, so. Hier ist noch eins. What do we have here? Amazing. So. Nix, 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 nix. Zum Beispiel die ersten 20 Punkte. Ey, da habe ich mal drauf gewartet. Sehr gut. Achso. Da ist auch nix. Da oben ist nix. Auch nix, auch nicht, auch nicht. So, was haben wir hier? Nächstes Areal. Kommandozentrale, Achtung, das Basiskommando wurde von der Infektion übermannt. Infektion hochgefährlich. Ach du Scheiße. Okay, das heißt, wir müssen gleich mal vielleicht ein bisschen fliehen. Ui. Die sind zumindest nicht schneller als ich. Das ist schon mal praktisch. Aber wenigstens können wir sie noch durch die Minen noch durchjagen. Nur blöd, das wäre natürlich schade. Schade ist natürlich, dass wir den Weg hier schon komplett leer haben. So. So. Ah, hier sind ein paar mehr. Das sind alles Läufer. So, jetzt aber. Das habe ich mal in Kauf genommen, die paar Schadenspunkte. Wir haben auch noch eine zweite Kiste hier. Eine zweite Erste-Hilfe-Kiste, das sollte eigentlich reichen. Aber wir nehmen trotzdem nochmal eine Granate zur Hand und schmeißen die mal hier hinten hin. Ja, ich meine, wir haben 11 Granaten dabei, so. Ja, also bitte. So. Heilen können wir uns auch, da haben wir nämlich gleich die nächste Kiste. So, da auch ein paar Punkte. Hier noch irgendwas zum Sammeln. Da ist nichts zum Sammeln. Da auch nicht. Nee, das sieht gut aus. For the Emperor. For the humans. Sehe ich zumindest jetzt nicht, aber da ist auch nichts, glaube ich. So. Dann haben wir den Bereich auch schon safe.
okay, da taumelt noch einer rum. Ja gut, das ist nicht so dramatisch. Gut, da ist keine Tür. Dann gucken wir hier doch mal Gau rein. Ah ja, wir haben ja die Granaten da. Oh, guck mal, hier ist auch das Artefakt schon. Hier ist schon das Artefakt. Sehr schön. Sehr schön. Hier haben wir noch was. Da haben wir noch was. Sehr schön. So langsam kommen wir zu Punkten. Ich hatte schon Angst, dass wir keine Punkte hier mehr finden. So, hier ist alles gut. Und wir müssten jetzt eigentlich... Gut, wir müssten jetzt eigentlich theoretisch nur noch entkommen. Aber wir holen uns natürlich noch die Punkte. Aber wir haben zumindest erstmal das Artefakt. Das ist schon mal gut. So, hier gibt es keine Tür. Da können wir nicht weiter. Hier müssen wir jetzt erstmal hin. Okay, gehen wir sonst erstmal hier hin. Huch. So. Mal gucken, was da noch kommt. Nur schade, dass dieser Flur noch nicht so zum Einsatz gekommen ist mit den Gatlings. Aber wir haben ja noch einen großen Bereich hier. Also da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass die Gatlings doch mal irgendwie einen kleinen Einsatz kriegen. Das wäre schon mal ganz nice. Und hier haben wir ja auch noch die ganzen Minen. Die wollen ja auch noch mal ein bisschen eingesetzt werden und ausprobiert werden. Ah ja, läuft. Wie gesagt, sofern wir ein paar Schadenspunkte kassieren, ist es nicht so dramatisch. Finde ich. Baracken, gut. No problem. Hier müssen wir auch ein bisschen genauer hingucken, weil ich glaube, hier kann man einfach irgendwas übersehen durch die ganzen Betten hier. Machen wir es doch einfach. Ich glaube, da sind auch noch ein paar mehr Zombies, so habe ich so die Befürchtung. Oh. Oh ja, ich glaube, die kriegt man aber so weggefrackt. Weil der kann auch gleich zwei gleichzeitig wegfräsen. Das ist auch schon ganz gut so. Ah, hier wird nichts zum Sammeln. Schade eigentlich. Ich glaube, wir sollen uns hier ein bisschen zurückziehen. So, lassen wir die einmal durch die Minen durchlaufen. Sind zwar nur ein paar, aber vorsichtshalber. Kommt mir hinterher. Kommt, meine Kleinen. Kommt, meine Kleinen. Oh ja, siehste. Läuft doch. Okay, gut. Der wollte auch nochmal in die Minen rein. Na gut. Wenn er es unbedingt will. Ich zwinge ja keinen. Da werfen wir mal eine Granate rein. Wir haben ja 9 Stück, die können wir nochmal wegwerfen. Bloß nicht geizen. So, sind da hinten noch welche? Ah, prophylaktisch meinen hinwerfen. Ne? Ah, schon wieder halb. Ah, okay, das war ein bisschen blöd. Oh, moin. Jetzt muss er tatsächlich ein bisschen aufpassen. So. So, kommt, Jungs. Ihr schafft das. Einmal schön mir hinterher. Gut, dass auch schon eine Mine reicht. Sehr gut. So, und wir zurück. Ein fräst er gleich sowieso weg. Und guck mal, er war wenigstens noch schlau genug, einigermaßen zumindest, weil jetzt ist er eh weg. So. Noch weiter vorrücken.
Aber hier habe ich jetzt auch nicht so viel zum Einsammeln gefunden. Also zumindest nicht beim Überwischen. Mal gucken. So. Hier mal eine Granate mal hinschmeißen. So. Da waren wahrscheinlich nur noch zwei, drei, aber egal. Vorsichtshalber muss man gucken. So, da gucken wir mal. Hier ist auch nochmal ein Außenbereich, da können wir gleich mal luschern. Da oben geht es auch weiter, ne? Okay, gut, gut, gut. Also ich glaube nicht mehr, dass wir hier noch groß Leute kriegen, glaube ich. Sieht mir zumindest nicht danach aus. Also ich glaube, dass wir uns diesmal tatsächlich alleine durchschlagen müssen. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Man sieht das hier auch natürlich ganz bescheiden. Da ist aber nicht weit. Ne, sieht nicht danach aus. Da ist auch nichts. Die auch nicht. Hier oben nochmal luschern. Let me blow up some heads. Die ist nicht markiert. Hier ist noch eine Kiste. Ah, sehr gut. Für den Fall der Fälle. So, da haben wir auch alles durch. Gut, dann gehen wir mal hier unten mal. Ne, da wollte ich gar nicht. So, mal hier kurz in den Bereich. Den Außenbereich mal safen. Excellent idea, sir. Da nochmal irgendwie hinkommen. Nice. Ach, guck mal, da war im Schatten stand auch noch einer drin. Wisst ihr? Übersieht man ganz, ganz fix. Aber dass hier nichts ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss irgendwas sein. Irgendwie ein Schleichweg oder sowas? For the Empire. Kommen wir hier irgendwo durch oder was? Oder hier vielleicht? Perfekt. Ja, hier kommen wir nämlich durch, siehst du? Das sind nämlich diese kleinen Schleichwege unter Umständen. Oder auch nicht. Nice. Naja. Aber hier klicke ich nochmal. Mal sehen, vielleicht läuft er da nochmal hin. Da vielleicht meine Kiste versteckt ist. Alright. Ja. Sie hieß mich was. Das war's schon. Nee, weiter kommt er nicht. Okay. Hier vielleicht? Nee, kommt auch nicht hin. Okay. Gut, dann haben wir hier eigentlich soweit safe. Dann gucken wir uns, glaube ich, hier nochmal die Tafel an. 170 von 190, das sieht schon gut aus. 270 von 63 sieht auch schon einigermaßen gut aus. Wir haben jetzt hier noch einen Raum, hier noch einen großen, fetten Raum. Sollten wir das hinkriegen. Äußerer Hof, antifizierten Minen. Okay, haben wir. Nice. Kennen wir, haben wir, sollen wir. Moin. Papf. So will ich das sehen. Oh, hier sind wir schön Gaudi duschen. Vielleicht finden wir hier noch was. Nein. Gar nichts. Was, gar nichts hier? Wirklich gar nichts? Das finde ich ein klein wenig mau. Nein. Nee, hier ist alles. Alles clean. Hm. Merkwürdig. Okay, wo gehen wir denn als nächstes hin? Da hatten wir schon geguckt, ne? Da hatten wir, glaube ich, auch gesäubert. Das ist alles gut. Guck mal, hier ist... Ach, guck mal, hier ist noch ein Tor. Ah, alles klar. Hier ist noch ein Tor. Okay. Dann haben wir sonst, glaube ich, müsste das sogar fast der letzte Raum sein, befürchte ich mal. Vielleicht kriegen wir da die letzten Punkte. Schauen wir mal. So, dann lassen wir uns doch mal... Gehen wir doch mal hier hin. Of course.
muss erstmal ein bisschen stiefeln, aber das passt. Hier war ja auch nichts weiter, ne? Hier vielleicht noch irgendwie. Aber hier, gerade hier, da sieht man, glaube ich, relativ schnell was. Aber es sieht mir nicht danach aus, als hätten wir hier was vergessen. Schade, dass die nicht zum Einsatz gekommen sind hier. Come on, the infected are waiting. Aber deswegen. Da, da, da. Das nicht mit da, da, da. Deswegen waren garantiert auch die Gatlings hier, weil hier vorne eigentlich doch relativ viele Zombies gewesen sind. Schätze mal. Yes. Aber wir haben sie ja von der anderen Seite erledigt. Das passt schon. Ja, hier ist alles gut. Was haben wir hier? Sektor A, Fertigungsbahn, Schutzelement, Herstellung. Während der Produktion bitte nicht auf das Förderband klettern. Und dann nicht. Tada. So. Das Schöne hier ist, bei den Räumen, genauso wie oben bei den Förderbändern, da müssen die immer zickzack laufen, die ganzen Zombies. Das ist eigentlich immer genug Zeit, dann auch ein paar mehr Zombies zu erledigen. So, gehen wir doch erstmal hier hin. Oder vielleicht erstmal zu der, würde ich sagen. So. Sounds good. Schön in den Rücken geschossen, zwei Mann. Ja gut, so soll es sein. Ah, guck mal, hier sind schon wieder ein paar gespawnt. Ich glaube, die spawnen tatsächlich nur, wenn du dich so einigermaßen in der Nähe aufhältst. Habe ich so das Gefühl. Okay, das scheint alles safe zu sein. So, volle Punktzahl. 360. 300 haben wir. Ah, sehr gut. Das sieht schon gut aus. Sehe ich hier noch irgendwo eine Kiste? Oh, sonst gehen wir erstmal da oben hin. Punkte. 170 von 190 und 300 von 360. Das sieht doch schon mal gut aus. Und diesmal ganz ohne Hilfe. Mal abgesehen natürlich von unseren Medikits und den Granaten natürlich. Also, wir hatten mal vorhin irgendwie 12 Granaten, jetzt haben wir nur noch 5. Also, die haben uns schon gut aus der Patsche geholfen. Und die Minen natürlich. Hätten wir die Minen nicht gehabt, ich glaube, das wäre schon schwierig geworden. Wir hätten zwar noch Granaten gehabt, aber naja. So, hier ist aber nichts, ne? Da oben ist noch eine Kiste. Ach, hier oben ist sogar noch ein Raum. Okay, okay, okay. Ja, okay, dafür ist das Areal auch zu groß, dass da kein Raum mehr sein könnte. Das ist klar. Okay. Hier ist aber nichts mehr. Ich gucke immer noch mal ein bisschen nach Kisten, ob wir hier irgendwo durchschlagen sollen. Da würde ich auf jeden Fall ganz gerne hin. Da müssen wir auch garantiert hin. So. Ein Glück sind die Förderbänder da. So, zieh dich mal ein bisschen zurück, weil ich kann dich nämlich nicht sehen. Das macht mich etwas nervös. Okay, sieht noch gut aus. Sind hier, ist noch unten irgendwas? Ja, da war nichts, ne? Okay, dann drücken wir bis hier vor. Gut, hier scheint. Achso, hier ist auch nochmal ein Außenbereich. Okay, 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 okay. Da ist nochmal Zombies, aber sonst nichts weiter. Gut, dann lassen wir ihn mal bis hier oben vorrücken. Okay. Okay. Das machen wir gleich als nächstes. Aber erstmal machen wir den Raum hier komplett fertig. Aber hier ist nix anscheinend. Oh, nix. Anything more? Anything more? Ja. Okay. Nix. So, dafür komme ich extra hier hoch, weißt du? Naja. Dann machen wir den Raum erstmal. Oder machen wir hier den Außenbereich?
Ist eigentlich wurscht, glaube ich. Ich finde die Sounds immer so geil. So, okay. Gucken wir uns erstmal das an, dann gehen wir nochmal hier in den Raum, clearen den nochmal so weit, so groß kann er nicht sein. So, Büro des Maschinenführers, während der Produktion bitte nicht stören. Okay, ich glaube, das Problem hat er jetzt nicht mehr. So, nicht an. Okay. Hier finden wir garantiert noch ein bisschen was zum Sammeln. Das hört sich an Grenzen hier, ne? Ja, ein paar Medikits haben wir noch. Ah ja, siehste. Müssen wir die letzten Granaten ja auch nochmal verspielen hier. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas, was wir einsacken können? Gut, da haben wir nochmal ein Medikit. So, hier scheint nichts weiter zu sein. Hier ist nichts weiter, auch wenn das ein bisschen blinkt, aber das hat damit nichts zu tun. Hier ist nichts weiter, hier ist auch nichts weiter. Auch relativ mau, muss ich sagen, hier. Okay. Na gut, okay. Dann gehen wir doch mal hier. Dann holen wir uns nochmal den Außenbereich. Uns fehlt immer noch 60 Punkte an Forschung. Oh, hallo. Was haben wir denn da? Das müssen die von außen nochmal sein. Die sich schon mal wieder durchgewühlt haben. Ja, sie kommt doch langsam nach. Aber es ist auch nicht so dramatisch. Weiter geht's. Let's go. Of course. Nur ein kleiner Aschehaufen bleibt noch über. Hoffentlich finden wir jetzt hier nochmal ein bisschen was im Außenbereich. Wäre schade, wenn wir wieder ein paar Punkte verschenken. Aber ich habe eben auch keine Lust, die ganze Zeit wirklich jedes kleines Eckchen nochmal abzusuchen. Muss ja auch nicht sein. Teilweise sind nämlich schon echt fies versteckt, habe ich so mal so mitbekommen. Okay. Ah, hier ist aber alles gut soweit. Come on! Natürlich keine Kisten, ne? Jo, ah, hier oben ist noch eine Kiste. Ah. Let's go. So, was haltet ihr davon? Ach so, da kommt tatsächlich noch welche, hä? Wo kommen die denn her? Ach, da ist ein Loch, das sehe ich jetzt erst. Da, guck mal, da ist ein Loch. Das habe ich mal gar nicht gesehen. Das habe ich ja mal gar nicht gesehen. So, haben wir hier noch was? Hier ist noch eine Kiste. Interesting. So, Forschungsziele haben wir auf jeden Fall schon mal zusammen. 360 Punkte, sehr geil. Da können wir uns richtig schön wieder was zurecht forschen. Okay, jetzt fehlen uns noch 20 Punkte Imperium. Haben wir hier noch irgendwas, was wir noch nicht uns angeguckt haben? Da auch noch wieder ein paar rum hier. Natürlich noch hier. Achso, nee, gut. Ist nichts weiter. Auch nichts weiter. Hier können wir nochmal überall nochmal rüber gehen, weil manchmal sieht man tatsächlich ganz schnell was. Nix. Auch nix. Auch nix. Auch nix. Nee, nix. Besser haben sie sowieso nix. Hier ist auch nichts. Okay, das ist auch alles gut. Hier ist auch alles super. Auch wenn es hier mal so ein bisschen leuchtet. Man denkt immer, da ist irgendwas versteckt, aber
Ist gar nicht. So. Ja, ansonsten gehen wir gleich raus. Das ist 20 Punkte. Ich weiß nicht, ob das denn so dramatisch ist nachher. So, ansonsten schicken wir ihn gleich raus. Es sind wieder noch ein paar mehr Zombies unterwegs. Wir können ihn ja schon mal laufen lassen. Bis hier. Kann er sich schon mal durchfriemeln. In der Zwischenzeit gucke ich nochmal. Ich hoffe, dass er das überlebt. Hier oben waren wir ja auch schon. Ja, Kiste hatten wir auch. Ja gut, dann würde es mir ja anzeigen, wenn bei der Kiste hier irgendwas wäre. Also. Wo ist er? Gut, hier hatten wir hier schon geguckt. Ja, da hatten wir auch geguckt. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Hier waren wir auch. Hier kommen wir auch nirgendwo rein. Hier kann man ja auch nicht weiter. Da haben wir alles weggefräst. Ich habe so das Gefühl, als wenn hier noch irgendwas sein könnte, aber das ist ja alles. Das ist ja eigentlich alles safe. Da kommen wir auch nicht hin. Hier oben waren wir auch. Ja gut, im Nachhinein lese ich wahrscheinlich wieder, ja, an der Stelle und da und mal eben kurz um die Ecke gehen und pipapo. Okay. Ja gut, aber wir haben zumindest die Forschung durch. Imperial, diese imperialen Punkte haben wir natürlich jetzt nicht. Aber gut, das sind 20 Punkte, die fehlen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Mission. Hauptsache, die Forschungspunkte haben wir, damit wir uns wieder so ein bisschen vorantasten können. So, wunderbar. Endergebnis 100. Sehr gut. 89%. Ja, ist okay. Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. So, wunderbest. Das haben wir auch abgeschlossen. Das heißt, wir hätten jetzt als nächstes noch offen. Die Knochenküste hätten wir jetzt noch offen. Wir hätten jetzt noch offen. Die Hohle Gasse hätten wir noch offen. Und die Rabenminen. Jeweils alles immer Stufe 2. Und wir haben natürlich wieder einen Punkt für unseren Kaleos. Ich weiß nicht, wie spricht sich das aus? Kelos oder Kaelos? Wahrscheinlich Kaelos. Wir haben einen Punkt. Was haben wir denn? Wir haben einmal schnelle Reflexe, Nachladegeschwindigkeit 25. Verbesserte Sicht, Angriffsreichweite plus 1, Sichtreichweite 1. Effektradius 0,2. Kelos Leben plus 40. Ist vielleicht auch nicht so unwichtig. Dann haben wir nochmal Geschwindigkeit, das wird wahrscheinlich die Bewegungsgeschwindigkeit sein. Kelos Leben, also Kaelos Leben plus 50%. Achso, da brauchen wir 3 Punkte für, ne? Ja, da brauchen wir wahrscheinlich 3 Punkte für. Wir haben ja nur einen. Nachladegeschwindigkeit plus 25 und Rüstung plus 15. Also ich würde mal sagen, wir machen mal die Geschwindigkeit. Wir machen mal die Geschwindigkeit. So, dann haben wir natürlich noch Neuigkeiten. Der Enthüller. Keine Zukunft. Keine Zukunft. Planet am Rande des Kollaps. Die Menschheit steht vor einer noch nie dagewesenen Krise, welche das Überleben ihrer Spezies gefährden könnte. Die aktuellen Bevölkerungszahlen des Planeten zeigen auf, dass es knapp 90 Milliarden Menschen sind. Oh gut, das ist ja entspannt. Die Regierung kündigte an, dass sie machtlos sind. Alle Lösungsansätze, um die Bevölkerung mit grundlegenden Mitteln zu versorgen, sind erschöpft. Lebensmittelengpässe und Stromausfälle breiten sich aus, was die Mehrheit der Bevölkerung alarmiert. Viel gravierender ist der Einschnitt in die sinkende Gesundheitsversorgung und das brüchige Bildungssystem. Die gleichen Vorzüge sind mehr und mehr ausschließlich der wohlhabenden Oberschicht zugänglich. Was vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war. In einigen Fällen haben die Verantwortlichen bereits radikale Wege eingeleitet, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, was viele Gelehrte als unzureichend und spät beurteilen. Ja. Wie gesagt, es könnte schon fast unser eigenes Schicksal sein. Gut, gehen wir nochmal kurz in die Forschung und dann beenden wir auch die Folge. Wir sind schon fast wieder bei einer Stunde.
Gut. Was könnten wir denn mal machen? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Getreideanbau könnten wir machen. Wir könnten Soldat Rüstung plus 20 machen. Angriffsstärke für Jäger 20%, das wäre natürlich auch schon super. Optik, Kommandozentrale, Sichtweite plus 5. Barrikaden, Pfahlfalle. Also Barrikaden. Also ich würde ganz gerne Jäger nehmen. Ich würde ganz gerne Barrikaden nehmen. Die gefallen mir eigentlich so ganz gut. Dann würde ich aber auch, muss ich auch hier vorne so ein bisschen weiter forschen, weil sonst haben wir da auch irgendwann ein Problem. Wie viel haben wir da? 230. Ein Jäger. Ein Scharfschütze. Logistik, Kommandozentrale, Ressourcenlager plus 20, Goldankommen plus 40. Kommandoversorgung. Soldat. Energieversorgung plus 30. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen den Scharfschützen. Ja, ich glaube, das machen wir so. Wir sind schon bei 19%. Vorhin hatten wir noch 10, beziehungsweise als ich dann die letzte Folge gestartet hatte, hatte ich noch 10. Okay. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Ich meine, wie gesagt, die Folge ist schon wieder eine Stunde lang. Aber ich hatte ja gesagt, wenn es möglich ist, dann spiele ich halt eine Mission komplett in einer Folge, weil es halt blöd ist, dazwischendurch zu cutten. Aber das muss man mal sehen, ne? Also ich denke, kann mir vorstellen, dass die Mission hier generell noch ein bisschen länger dauern werden. Insofern kann ich mir vorstellen, dass auch dort das wieder vielleicht auf 2 Folgen aufgeteilt wird. Werden wir sehen, lassen wir uns überraschen. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt reingeschaut habt. Vielleicht hat es euch ja genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge They Are Billions wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.